Sommervorbereitung des FC Hansa Rostock wird euch präsentiert von Schneider & Co. Klempnerei, Sanitär, Gas und Heizung. Ja, hallo Hansa-Fans, ich sitze hier mit dem Angelo und wir haben gerade die erste Halbzeit von Deutschland geschaut und wollten jetzt mal einen Spieler fragt Spieler drehen. Und ja, komme ich zur ersten Frage. Angelo, wie fandest du die erste Halbzeit von Deutschland Südkorea? Ich muss mir das Mikro hinhalten. Also die erste Halbzeit war jetzt nicht so stark, war nicht so zielstrebig, wenig Durchschlagskraft nach vorne. Ich hoffe, da legen die in der zweiten Halbzeit nach und schaukeln das Ding zu 3 Punkten. Okay, glaubst du denn auch, dass wir heute den Sieg schaffen und auch dann das Achtelfinale erreichen? Ja, einen Sieg glaubt man immer, wenn man so eine Mannschaft wie Deutschland, glaubt man immer einen Sieg, man hofft auch. Allerdings jetzt die erste Halbzeit, auch der generelle Turnierverlauf jetzt von deutscher Seite nicht so prickelnd. Es wird eine schwere Nummer, aber es ist auf jeden Fall machbar. Okay, und was glaubst du, wer wird am Ende Weltmeister werden? Hoffentlich natürlich für Deutschland, aber mein Geheimfavorit ist Frankreich. Also die haben eine Top-Mannschaft. Okay, und wünschst du dir denn am liebsten ein Finale zwischen Deutschland und Frankreich? Nee, ich glaube, also, ich bin ja dann doch eher schon für Deutschland und so ein Krimi brauche ich jetzt unbedingt nicht.